Moin und hallo, willkommen auf meinem Kanal Hermanns Welt. Heute ist der 1. Mai und ich genieße das schöne sonnige Wetter. Ich habe natürlich die Sonnenbrille mit am Start und freue mich auf einen schönen Wanderweg. Ich bin hier gerade in der Nähe von Schilksee. Schilksee ist der nördlichste Stadtteil von Kiel, der 1959 eingemeindet wurde und 1972 die Austragungsstätte der Segelwettbewerbe der Olympischen Spiele gewesen ist. Und Schilksee ist der einzige Stadtteil von Kiel, der einen direkten Zugang zur Ostsee hat, also zur offenen Ostsee. Mal sehen, was wir hier so erleben. Gerade bin ich hier unterwegs auf dem Schilkseer Wanderweg in einem Naturschutzgebiet. Das nennt sich hier wohl Schilkseer Aue, aber genaueres schreibe ich euch unten rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitkommt und gemeinsam schauen wir mal, was ich oder was wir hier so erleben. Das Wetter heute ist sehr sonnig, das habe ich ja schon angesprochen. Es sollten eigentlich auch bis zu 21 Grad werden, aber durch den relativ starken Seewind ist es doch etwas kühler. Es sind gerade 16 Grad im Schatten, aber wenn es mal windstill ist, ist es auch wirklich schön warm. Und dafür ist ja auch eine schöne Natur, wie ihr das so hinter mir seht. Für mich wäre jetzt fast die Wanderung zu Ende gewesen, weil mal wieder Leute hier unterwegs sind, die ihre Hunde nicht unter Gewalt haben. Er ist einfach losgesprintet und an meinem linken Bein habe ich schon seine Zähne gespürt. Also Leute, man merkt es auch hier, es ist definitiv Brutgebiet und dort bitte die Hunde an der Leine und unter Kontrolle haben. Das kann es doch nicht sein, dass sie einfach so durch die Gegend rennen und wildfremde Menschen anrennen und voll verbellen. Das weiß man doch als Hundebesitzer oder nicht. Ich bin hier gerade unterwegs auf einen Radweg zwischen dänischen Wohld und Strande. Und da habe ich mal eine Frage an euch, weil es werden wahrscheinlich auch sehr viele Radfahrer unter euch sein. Wurden die Klingeln an den Fahrrädern abgeschafft oder sind die Leute bloß zu faul, so sie zu bedienen? Weil teilweise ist es auch hier sehr eng und die kommen angerast und fahren dir fast in die Hacken. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Fahrt ihr drauf zu oder warnt ihr auch mal die Fußgänger? Jetzt bin ich auch schon wieder in Schilksee, gerade im Olympiahafen.
Hinter mir ist dann auch die Olympia-Flamme zu sehen, die gerade ausgeschaltet wäre. Sonst wäre mir, glaube ich, ein bisschen warm geworden. Aber ich hatte schon in einigen Wanderungen was erzählt von der Sturmflut, die wir letztes Jahr hatten. Und dort ist dieser Hafen auch sehr stark betroffen davon gewesen. Bei den Schäden an den Schiffen allein, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind es 30 Millionen. Wir sind wieder im Auto. Der letzte Rest war nicht wirklich sehens- oder filmenswert von Schilksee. Der ging nur noch ein kleines Stück hier durch den Ort. Kurz zur Strecke. Naja, als kleinen Spaziergang von ungefähr 11 Kilometern kann man das ruhig mal machen hier. Wenn man auf Städtetouren und Asphalt steht. Weil 2/3 der Strecke ging leider komplett über Fahrradwege, Fußgängerwege oder Straßen. Das war leider nicht so schön. Der erste Teil durch die Schilkseer Au mit der Brücke, das ist wirklich schön, weil da geht es auch relativ auch gleich durch den Wald. Da muss ich mal schauen, ob es da noch einen weiteren Spazierweg gibt, weil ich habe gesehen, es ging auch eine Runde um und an dem Wald vorbei. Der letzte Teil an der Promenade von Schilksee war auch noch sehr schön. Da war auch gerade, wie ihr gesehen habt, noch eine Segelregatta gewesen und der Olympiahafen. Der Weg führte da schön an der Strandpromenade entlang mit Blick auf die Ostsee. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer liken, kommentieren und wer neu ist hier, natürlich gerne kostenlos ein Abo dalassen. Denn heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!